Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Koalitionsfraktionen legen dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Beratung vor. Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes ist in den einreichenden Fraktionen bereits intensiv vorbesprochen worden. Mit dem Gesetzentwurf setzen wir in einem ersten Schritt die Ziffer 13 aus dem Koalitionsvertrag 2016 bis 2021 zwischen CDU und SPD um. Ich darf die Ziffer 13 noch einmal zitieren. Ich beginne: Die Koalitionspartner werden die Prüfungskompetenz des Landesrechnungshofes im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten so erweitern, dass alle Empfänger öffentlichen Geldes geprüft werden können. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, die politische Zielsetzung des Gesetzentwurfs ist völlig klar. Dem Landesrechnungshof wird mit der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes das Recht eingeräumt, die Prüfungsrechte der kommunalen Körperschaften gegenüber Dritten im Zusammenhang mit dem SGB 8, dem SGB 9 und 12 im gleichen Umfang an deren Stelle wahrzunehmen. Die Prüfungsrechte der kommunalen Körperschaften, hier zum Beispiel in ihrer Funktion als Jugendhilfe- oder Sozialhilfeträger und Vertragspartei, bleiben daneben bestehen. Es geht also darum, dem Landesrechnungshof parallele Prüfungsrechte bei den Wohlfahrtsverbänden einzuräumen. Das neue Instrument der kooperativen Fachaufsichtstätigkeit der obersten Landessozialbehörde gemäß § 13 fortfolgende und im Ausführungsgesetz SGB 12 Mecklenburg-Vorpommerns wird durch das neue Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes ergänzt. Beide Behörden verfolgen zukünftig den gleichen Ansatz: bessere Transparenz und bessere Steuerung. Die kooperative Fachaufsicht unterstützt die Kommunen präventiv, zum Beispiel mit der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landkreisen, die für die Leistungserverhandlungen verantwortlich sind. Der Landesrechnungshof prüft im Nachhinein, ob die Vereinbarungen entsprechend auch umgesetzt worden sind. Es war uns auch wichtig, dass Gemeinden unter 20.000 Einwohnern nunmehr einen hauptamtlich bestellten Rechnungsprüfer einstellen können, um ihrem Prüfungsauftrag besser gerecht zu werden. Die unter C vorgeschlagenen Alternativen werden wir im parlamentarischen Verfahren prüfen. Sie werden Bestandteil der öffentlichen Anhörung sein. Dies sind zum einen, um Doppelstrukturen der Prüfbehörden zu vermeiden, wäre eine landeseinheitliche Prüfbehörde denkbar, in die die kommunalen Prüfbehörden eingegliedert werden. Diese Aufgabe könnte dem Landesrechnungshof übertragen werden. Als Beispiel darf ich hierfür die Bundesländer Sachsen, Thüringen, Hessen und Niedersachsen nennen. Und selbst im Finanzausschuss haben wir darüber in der letzten Legislaturperiode und auch in dieser bereits diskutiert, auch intensiv diskutiert und angeschnitten. Und zweitens die Erweiterung der Prüfungskompetenz des Landesrechnungshofes auf alle Empfänger öffentlicher Gelder auszuweiten. Da dies ein weites Feld ist, müssen insbesondere die rechtlichen Hürden genau in den Fokus genommen werden. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, erheben wir als einbringende Fraktion heute noch nicht den Anspruch, dass mit dem Gesetzentwurf bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wir hoffen uns einen sachlichen und konstruktiven Dialog im parlamentarischen Verfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne wird ja auch behauptet, dass unser Vorhaben auf wackeligen Beinen steht. Hintergrund für solche Äußerungen soll angeblich das Personalkonzept des Landes sein. Dies ist mitnichten so. Es ist uns nämlich schon klar, dass eine neue Aufgabe auch mehr Personal beim Landesrechnungshof erfordert. Wir haben uns aber entschieden, im Gesetzentwurf noch keine konkrete Stellenzahl zu benennen. Darüber können, das ist nicht schlecht, das ist gut, Herr Kollege Koplin, darüber können wir im Rahmen der Haushaltsberatung konkrete Beschlüsse fassen. Was daran gut ist, dass man darüber diskutieren kann. Wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie es nicht tun. Wir wollen es zumindest. Meine Damen und Herren, wir möchten den Gesetzentwurf mit den Beteiligten breit diskutieren und für hohe Akzeptanz werben. Die angedachten Prüfungen sind für uns alles andere als Misstrauen. Ich empfinde diese eingebrachten Vorschläge als Stärkung und Unterstützung der Empfänger öffentlicher Gelder. Es geht schließlich hierbei nicht darum, Leistungen zu kritisieren oder zu streichen. Vielmehr geht es darum, genau hinzusehen und zu ermitteln, ob die eingesetzten Gelder auch optimal bei den Betroffenen selbst ankommen. Wir erwarten uns eine bessere Vergleichbarkeit der Leistungserbringer, um zu den besten Lösungen im ganzen Land zu kommen. Die SPD-Fraktion hat intensiv an diesem Gesetzentwurf gearbeitet und es gab bereits bei der Erarbeitung eine spannende Diskussion, wie ich eingangs schon sagte. Aber verehrte Kolleginnen und Kollegen, durch Prüfungen soll zukünftig mehr Transparenz hergestellt werden.
Dies ist schon notwendig, weil wir damit rechnen müssen einfach, dass die Kosten alleine wegen demografischer Faktoren weiter steigen werden. Wir wissen auch, dass unser gemeinsames Ziel nicht ohne Widerstand hingenommen wird. Dies zeigen gerade Erfahrungen auch in anderen Bundesländern. Zu nennen ist hierbei unser Nachbarland Schleswig-Holstein. Hier nahm die Gesetzesgestaltung mehr als 3 Jahre in Anspruch. Meine Damen und Herren, wie soll es nun weitergehen? Der Ältestenrat hat sich darauf verständigt, diesen Gesetzentwurf in folgende Ausschüsse zu überweisen: federführend in den Finanzausschuss und mitberatend in den Sozialausschuss, den Innen- und Europaausschuss und in den Rechtsausschuss. Mit einer schon vorsorglich im Finanzausschuss für den 23. Mai 2017 beschlossenen öffentlichen Anhörung und sicherlich vielen einzelnen Gesprächen wird es zu einem breiten Dialog kommen, dessen bin ich mir 100% sicher. Ich werde jetzt schon in der Öffentlichkeit darauf angesprochen und auch auf die Konsequenzen, die daraus entstehen können. Aber eines, meine Damen und Herren, eint uns bei diesem Vorhaben. Alle, ich betone nochmal, alle im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vertretenen Fraktionen wollen dem Landesrechnungshof die Prüfungsrechte geben. Nun mag die Ausgestaltung und Tragweite unterschiedlich sein. Die SPD-CDU-Koalition hat diese Prüfungsrechte unter Ziffer 13 im Koalitionsvertrag für die 7. Legislaturperiode verankert. Die Linke hat dies in einer Landtagsausschussdrucksache unter 7/77 deutlich gemacht und die AfD hat es zumindest im Landtagswahlprogramm stehen. Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion ist davon überzeugt, dass eine neue Prüfstruktur bzw. neue Rechte nur in einem gemeinsamen partnerschaftlichen Dialog und mit einem gemeinsamen Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligter gelingen kann. Auf die Aussprache bin ich nun schon mal gespannt. Lassen Sie uns gemeinsam miteinander beginnen und den Weg zu mehr Transparenz gehen. Und bitte stimmen Sie auch auf den Antrag der Überweisung in die Fachausschüsse zu. Vielen Dank. Applaus